Die EU, die kündigt nun offiziell ein weiteres Abkommen mit Russland auf. Diesmal geht es um ein Visa-Abkommen. Konkret sollte es nämlich eine klare Erleichterung für russische Staatsbürger geben. Dieses Abkommen, das wurde schon vor mehreren Monaten erstellt. Und nun im Zuge der Strafmaßnahmen gegen Russland wird das nun aufgehoben. Das zumindest hat der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell nun offiziell verkündet. Und die Stimmen, wenn man ein bisschen zwischen die Zeilen liest, die sind durchaus kritisch. Also wirklich Harmonie sollte es da nicht gegeben haben. Zum Beispiel die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock, die hat sich dazu geäußert. Die hat gemeint, zumindest Studierende und Journalisten sollten trotzdem immer schnell einreisen können, denn das hat nun zur Folge, dass viele Russen und viele Russinnen nun mehrere Monate warten müssten, dass sie konkret ein Visum bekommen, um auch in die EU einreisen zu können. Auch der österreichische Außenminister Alexander Schallenberg von der ÖVP, der hat sich dazu offiziell geäußert. Der hat auch dazu gemeint, man kann kein ganzes Land canceln. Das wäre auf jeden Fall nicht klug und da steht auf jeden Fall im Raum, dass es vielleicht sogar eine vollständige Visasperre mit ganz wenigen Ausnahmen gegeben hätte. Das kommt also nun nicht, aber zumindest dieses Abkommen gibt es nicht. Also ist dieses Abkommen für alle Russen und für alle Russinnen nun gültig. Wenn man nach Österreich einreisen will, beziehungsweise in die gesamte EU, muss man im Zweifelsfall nun mehrere Monate warten. Ein weiterer Punkt, der nun auch kritisiert wird, ist, dass sich die Maßnahmen, und zwar alle Strafmaßnahmen, im Grunde weniger gegen die russischen Staatsbürger, sondern gegen den Präsidenten, gegen Wladimir Putin richten sollten.